Was auch ist immer so beruhigend zu wissen, dass die Inquisition für uns da sein wird, wenn wir zurückkehren. Es Das ist ist aufregend. Ich beruhigend. wollte schon immer mal eine Seelenprüfung machen. Es ist beruhigend, weil ich dieser Tatsache gewiss. Das letzte Mal, als wir zu lange ohne die intensive Aufmerksamkeit eines Inquisitors unterwegs waren, ist einer von uns dem Pakt anheimgefallen. Es zahlt sich aus, vorsichtig Wahrlich? zu sein. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Aber es ist echt spannend, endlich mal die Kirche des Priors aus der Nähe zu sehen. Für gewöhnlich lassen sie mich nicht so nah ran. Ich könnte auf diese bevorzugte Behandlung verzichten. Was? Und das alles verpassen? Nein, nein, nein. Ich glaube, letztes Mal musste ich Jalan aus dem Gefängnis holen. Ihr Letztes erinnert Mal euch, hat er. Perikum? Letztes Mal hat seine Exzellenz sich als der scharfe Hund des Reichserzadmirals ausspielen lassen. Ich bin mir sicher, das wird nicht einmal passieren. Ich habe einen der Ritter, habe ich auf der Straße irgendwas sagen hören von einem Drachenfeld. Was ist denn da passiert? Weiß das einer von euch? Das ist. Ist das nicht Ich in der glaube, das Nähe? ist. Ich glaube, das ist irgendwo nördlich der Sichel an diesem Sieben-Baronien-Weg. Was soll denn da passiert sein? Also weiß ich nicht. Die Ritter haben sich da nicht ausgesprochen. Sagten wohl irgendwie, dass da vor ein paar Jahren was passiert ist. Wirklich? Wie kurios. Vielleicht erfahren wir ja mehr. Wissen wir irgendwas davon, oder? Von Dragenfeld? Sagen und Legenden. Es könnte auch sowas wie Geschichtswissen sein, aber die meisten Geschichten werden da unterdrückt und dementsprechend sind das eher erst nur Gerüchte aus den Ja, nicht Gerüchten. wahr. Die Punkte. Ömer möchte sich wegschleichen. Was tut der dann? Wenn du dann irgendwie dich in die Gebüsche gedrückt hast, du kannst dann erkennen, wenn du dann verschwunden bist, nach etwa 10 Sekunden, hörst du auch, wie die Bannstrahler dir dann in die Gebüsche folgen und mit den Schwertern dann durchkämmen, durchsuchen und dich aber nicht finden. Kannst aber wohl sehen, dass sie dann, ja, nach dir suchen. Ja, immer will ganz gern da weg und die Straße irgendwie ungefähr so gute 500 Schritt weiter entlang in die Richtung, die wir wollten. Und dort sich irgendwo abseits der Straße, keine Ahnung, so in 20, 30 Schritt entfernt zur Straße, dort ein neues Versteck suchen, um sich dort erstmal zu verstecken. Vielleicht so ein Stundenglas. Und wenn das rum ist, dann sozusagen sich irgendwo an einen Baum zu lehnen, mit Blick auf die Straße, um zu gucken, wann seine Freunde endlich kommen und notfalls auch die Nacht auf der, naja, an diesem Baum gelehnt dazu verbringen. Okay. Ja, dann Ragnar hat es auf alle Fälle geschafft. Ragnar, weißt du etwas über Dragenfeld? Tatsächlich gar nicht, ne. Gar nicht, okay. Dann dürfen die anderen ergänzen, die anderen mit Spieler wissen, weil Ragnar in-game alles davon gehört hat. Ich fange einfach mal mit Jalan an. Jalan, was ist dir von Dragenfeld bekannt? Nicht allzu viel. Drachenfeld liegt, wie ich bereits sagte, am Sieben-Baronien-Weg, oberhalb der Drachensteine. Und seit einiger Zeit ist es wohl unter Bann gestellt durch, ich glaube sogar die Inquisition höchst selbst. Mehr habe ich nicht gehört. Das ist schon mal eine ganze Menge. Weiß Ich eine war ja eine Meier zu Weile in ergänzen? Walden. Leider nicht. Ich vermute, Schoko weiß auch nichts. Noch nie davon gehört. Dann Abelmir. Dragenfeld ist der Ort, wo Borbarad in diese Welt zurückkehrte, zumindest sein Geist wurde gerufen von einem gewissen Schwarzmagier, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Einem berüchtigten Borbaradianer. Diese Zurückrufung des Geistes wurde ermöglicht durch ein komplexes exisches Ritual. Der Zeitbeeinflussung hat zur Folge, dass die Zeit in dieser Gegend wesentlich schneller verläuft. Etwa, glaube ich, um Faktor 10 oder noch mehr. Und die gesamte Gegend um Drachenfeld wurde zur Einöde und jeder, der dieses Feld betritt, altert rapide. Innerhalb von Tagen um mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte. Möchte Johnny ergänzen? Ja, der Schwarzmagier war Liskum von Fasa, ein tulamidischer Koptanim, der recht groß war und der vor allen Dingen auch hier
kurzzeitig mal stellvertretender Akademieleiter, meine ich, war von Fasa. Und ja, der eben ganz, ganz großer Bobradianer ist und der schon damals in der Wüstenei da unten bei uns in der gorischen Wüste Mist gebaut hat in seinem Turm und dort schon die ersten Versuche gemacht hat, um Bobrad wiederzuholen. Wo auch dann der dieser Odem-Effekt, wenn man geblendet wird, sozusagen erforscht wurde, weil man dort dann den Odem gewirkt hatte auf den Tekladore-Effekt auf Tekladors Seelenstein. Und ja, dementsprechend zwischen der Roten Sichel und den Drachensteinen, ungefähr genau hier ist der Ort. Und ja, dort ist eben jetzt hier alles Leben verwelkt, weil die Zeit anders verlaufen ist. Ein großer Zeitfrevel, der durch das Ritual entstanden ist. Und auch, da ist auch eine Geweihte geopfert worden, deren Namen ich gerade nicht mehr weiß, die da Teil des Rituals war. Das sind zumindest die Gerüchte, die jetzt Ragnar mit euch teilen kann. Finstere Gerüchte. Ja. Sagen also und Legenden gegeben. Von den Sieben gezeichnet. Wird alles wiedergegeben und ja. Man hat davon ja schon selbst viel gehört. Aber selbst ist man nicht erschrocken. Aber man versucht es natürlich so schaurig wie möglich zu erzählen. Das gelingt auf alle Fälle. Wir sollten diese Gegend auf jeden Fall meiden. Ich würde ungern meine Lebenskraft einbüßen innerhalb dieser Einöde. Deswegen werden wir über den Sichelstieg gehen und nicht den sieben Baronien wegnehmen. Abgesehen davon, dass es zu lang für uns wäre. Meint ihr, diese Rondra-Geweihten wachen diese Gegend? Möglich. Vielleicht hat sich auch etwas getan dort oben, was untersucht wird. Davanias Aufgabe ist es nicht, in irgendwelchen Dörfern zu sitzen und Wache zu schieben. Richtig. Macht mich ein wenig unruhig. Ja, okay, zumindest könntet ihr euch da dann jetzt austauschen. Wenn ihr mögt, bekommt ihr ja eine Suppe mit ein bisschen Rindfleisch darin, die dann wohl sehr gut tut, warm ist und euch die ja die Lebenswärme wieder schenkt. Ausgezeichnet. Wo ist eigentlich Ömer? Austreten. Vielleicht ein bisschen längeres Geschäft. So lange? Weiß ich nicht. Vielleicht lassen ihn die Bandstrahler nicht rein. Er hat sich bestimmt wieder verdrückt. Das kleine Wiesel. Hoffentlich macht er keine Sperenzchen. Ja, vor allem jetzt wird langsam dunkel, oder? Warum sollte man sich vor Rajoten verdrücken? Du kennst doch Ömer. Der hat immer irgendwas in den Taschen, was da nicht reingehört. Also solche Unterstellungen finde ich ja äußerst unangebracht, meine Herren. Das finde ich auch. Warum würde er sonst vor dem Bandstrahl fliehen? Weil er ist ausgetreten. Ich weiß nicht, was du meinst. Es war eine ziemlich lange Zeit ausgetreten. Er wird wohl kaum immer noch im Busch hocken und sich die Eier lassen ihn die Bandstrahler nicht rein. Also wirklich. Er hat nur das Vernünftige getan hier. Drachenverbündete und seine Häscher. Wenn es Schwierigkeiten gibt, wird man uns holen. Bin er nicht da früher draußen in der Nacht? Also ich habe noch nie davon gehört, dass ein Bandstrahler irgendetwas mit Drachen zu tun hätte. Möchtet ihr ihn vielleicht suchen gehen? Das wäre, glaube ich, keine falsche Idee. Dann werden wir ihn wohl suchen gehen. Ja, ich öffne mal die Tür. Steht wahrscheinlich Bandstrahler direkt vor der Tür. Ja klar, du kannst wohl sehen, wie da zwei gerade immer noch im Gebüsch, da wo Ömer verschwunden ist, nach ihm suchen. Es sind auch viele neue Pferde jetzt gerade angekommen in diesem Hof. Die sind wohl kurz nach euch gekommen. Können natürlich dann auf der Reichsstraße eine ganze Menge Meilen mehr machen pro Tag und das dann in wenigen Stunden erreichen für mehrere Tage braucht. Auch mit verschiedenen heraldischen Symbolen bestickt. Von Ömer keine Spur. Will ich gehindert am Austreten vom, nee, des Hauses? Nee, oder? Von denen erstmal nicht. Ja, dann schauen mich argwöhnisch an, aber die sagen nichts. In Richtung des... Habe ich das gesehen, wo, in welche Richtung Ömer gegangen ist? Zu dem Busch, wo gerade die beiden Bandstrahler suchen. Ja, dann rufe ich mal Ömer! Ich möchte mal zu den Bandstrahlern gehen. So. Machen? Euer Ehren, Lux, wo bist du? Habt ihr meinen Begleiter noch gesehen? Wir sind gerade auf der Suche nach ihm. Weit weg kann er nicht sein. Ich werde mit euch suchen, wenn das genehm ist. Vielleicht sollten wir uns aufteilen.
Wenn Ragnar sieht, dass die da alle nach Ömer suchen gehen, dann würde dieser nochmal nach oben gehen und diese Schüssel, die wir da bekommen haben, irgendwie von irgendeinem derjenigen, die ihm nicht mehr so sympathisch sind, Abelmir oder Jalan, klauen und mit der mal rausgehen und ums Haus direkt, damit mal er selbst nicht mehr gefunden wird. Dann selbst mal ins Gebüsch schleichen. Uns wurde von Brauken gesagt, dass die Suche abgebrochen werden kann, aber es ist zu eurer eigenen Sicherheit wohl besser, wenn er drinnen nächtigt. Die Nächte sind kalt und finstere Gestalten könnten hier herumrennen. Das will ich auch gemeint haben. Wenn ihr euren Freund also suchen wollt, vielleicht habt ihr ja mehr Erfolg. Und dann auch an in die Dunkelheit zu rufen. Ömer, wo bist du denn? Solange kann doch kein Mensch kacken. Ragnar würde ganz gerne still und heimlich da, sobald die Bandstrahler weg sind, da an diese Stelle, wo Ömer ausgetreten ist, in Anführungszeichen, sofern die anderen beiden weg sind, beziehungsweise nicht mehr genau an der gleichen Stelle stehen und nach Ömer nur schreien, anstatt ihn zu suchen, die Spuren von ihm versuchen aufzunehmen. Ich meine, es hat geschneit, vielleicht sollte das nicht allzu schwer sein. Ja, vielleicht. Ich schließe mich an. Ich versuche auch fachmännisch Ömer Spuren zu finden. Ja, ist eine Fährtensuchenprobe. Damit könntest du sicherlich eine ganze Menge machen. Wenn Ömer das noch erschweren will, dürfte er sich mit einer Wildnislebenprobe dagegen wehren. Da ist Ömer nicht gut genug für. Ich denke, er ist ein Teil, ich bin einen großen Teil noch über die Reichsstraße gegangen. Da wird wahrscheinlich kein Schnee liegen. Ich würde übrigens den Zwerg da vorgehen lassen. Ja, ich laufe dreimal im Kreis, dann zweimal fast vor einem Baum. Ich glaube, er ist den Baum hochgeklettert. Wir hören die Spuren auf. Aber ich sehe ihn nicht. Du ihn, Ragnar? Ragnar ist schon verschwunden. Verdammt, jetzt habe ich den auch noch verloren. Ich möchte auch mal Fährten suchen. Ja, du dir keinen Zwang an. Mit null geschafft. Ach, Klugheit, ja, okay. Gar nicht so klug. Ah, nee, ich bin eher Bauernschlau. Also mit einer 1 wirst du es wohl nicht geschafft haben. Da ist dann Ömer dann doch besser. Vermutlich sehe ich, wo er hingegangen ist und dann verliere ich ihn. Also hier muss er gewesen sein, aber dann. Ömer! Flucht nach 1. Ich laufe auch mal zurück auf die Straße. Wo ist er denn hin? Das gibt's doch gar nicht. Möchte Ragnar neben Ömer auftauchen? Möchtest du dich anschleichen? Möchtest du irgendwie nützen? Ich möchte da einfach nur seiner Spur folgen. Ich möchte allerdings nicht von den anderen gesehen werden. Ja, dann ist das eine sich versteckt. Oh, Schleichen ist egal. Dann dürft ihr euch mit einer Sinnenschärfe wieder dagegen wehren. Ansonsten ist Ragnar weg. Wie alle, oder nur Torgosch, der ja bei ihm ist? Nee, Torgosch wollte ich eigentlich abhängen, aber den kann ich nicht abhängen. Während er da dreimal im Wald um seinen eigenen Fuß stolpert. Ja, aber du merkst auch, dass er dir nicht aktiv hinterherläuft. Er hat ja seine Spur. Ja, da, um den Busch. Und nochmal um den Busch. Ja, also wenn ihr... Ich meine, vermutlich bist du weggelaufen und dann laufe ich irgendwann auf die Straße und dann brülle ich. Ah, jetzt ist Ragnar auch noch weg. Gibt's doch nicht. Seid doch alle so groß und trotzdem verliert man euch ständig. Du musst höher gucken, da sind wir auch größer. Ja, genau. Wäre doch mal frech, das. Igna steht draußen am an der Pforte dieses Wehrhofes mit einer Suppenschüssel in der Hand und löffelt fröhlich und munter mehr in sein Bart als in seinen Mund hinein. Tropft dann so ein bisschen runter zurück in die Schale. Gut, Ragnar, du könntest dann Ömer finden. Ja, Abdulon. Ja. Reiche mal diese Schüssel, die ich von Jalan oder Abel mir geklaut habe. Na, danke. Na, du weißt ja, ich habe noch einige Sachen aus dem Gesindetempel in meinem Rucksack und ich habe keinen Bock darauf. Schaffst du es hier die Nacht alleine oder willst du die Sachen vielleicht hier irgendwo in irgendeinem Gebüsch verstecken? Ja, ist eine gute Sache. Ich sag einfach, ich habe mich verlaufen. Immer macht den Rucksack auf, holt seine Zeltplane raus, wickelt da 2-3 Sachen ein. Nämlich ein Buch und einen komischen Gegenstand. Ragnar kennt die beiden Sachen natürlich. Das sind zwei Sachen, die wir geklaut haben. Jo. Die ich ja leider alle verloren habe, die ich eingesammelt habe. Was denn mit deinen Sachen? Hast du die gar nicht mitgenommen oder hast du die noch versetzt? Die sind irgendwie im Boot mit verschwunden. Na gut. Und dann wird es einfach da in so ein Gebüsch hineingelegt heimlich und dann wird der Rucksack wieder zugemacht und aufgestanden.
Das, komm, geh mal zurück. Du hast mich gefunden. Gut, dass du mich gefunden hast. Die Natur ist aber auch hier echt unübersichtlich. Ja, auf jeden Fall. Aber also du bist auch unterwegs. Wäldern. Ja, genau. Ich würde übrigens da nochmal ein Wildnis leben, das irgendwie so ein bisschen da den Weg dahin und auch die beiden, beziehungsweise die drei Gegenstände da verstecken. Damit das halt nicht irgendwie direkt aufgefallen wird, dass wir da waren. Ja, wir werden verwischen und würfeln mit deinen Werten ist das auch bald. Alles klar. Ja, okay, gut. Und dann würde ich da wieder zurück zur Taverne, beziehungsweise zum Wehrhof kommen. Ja, könnt ihr dann die anderen wieder finden, die da immer noch nach euch suchen. Ja, dann aber mir. Was macht die Olaus? Ich bin wahrscheinlich früher schon nicht schlafen gelegt, also hab gegessen und werde mich dann ausruhen. Ich habe viel Kraft in den letzten Tagen verbraucht. Ja. Sobald ich Ömer sehe, gehe ich ganz offen auf Ömer zu. Ömer, du wirst nicht glauben, was Jalan über dich behauptet hat. Ich hab mich verlaufen. Der hat behauptet, du klaust. Ach was, ich hab mich verlaufen und hab mich gefunden. Nein, du hattest Sachen in den Taschen, die dir nicht gehören. Kannst du dir das vorstellen? Das Sachen sagt über dich. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt Sachen, die da nicht reingehören. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat er bestimmt nicht so gemeint. Der ist bestimmt übermüdet. Manchmal sagen Menschen Dinge, komische Dinge, wenn sie übermüdet sind. Ja, du bist einfach viel zu nett. Man klopft dir mal auf die Schulter. Ja, ab und zu, da musst du dich aber auch wehren. Abdulon, und ich nicke mal. Ja, lass uns wieder zurückgehen. Ja, dann könnt ihr gemeinsam wieder in Richtung dieses... Wenn ihr mich komisch angucken, sag ich, ich hab mich wohl verlaufen. Ja, nee, wie gesagt, der Suchbefehl wurde ja aufgehoben. Zählen dann nochmal durch, dass alle da sind. Haben trotzdem ein, das kannst du mir das sagen, erkennen, haben ein gesteigertes Interesse, dass ihr hier drin schlagt. Warum auch immer. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Hey, wer hat meine Suppe geklaut? Was? Die stand hier rum. Ich hab nachgeschüttet. Einfach in meine Schuppen so geschossen. Gutes Fleisch drin. Mhm. Ja, schmeckt echt gut. Da wird man richtig schön satt von. Ja, geh mal zurück und tipp mal in den Bandstrahl auf die Schulter. Ich bräuchte noch eine Suppe. Sehe ich aus wie ein Wirt? Magier. Wo finde ich hier Suppe? Sehe ich aus wie ein Wirt? Und wenn du mir noch einmal deine Hand auf die Schulter legst, dann schlage ich sie dir ab. So. Ich habe dir keine Erlaubnis gegeben, mich zu berühren. Wende dich an den kleinen Jungen, der hier rumläuft. Hey da, Junge. Komm mal in der Zivilisation an. Das kommt sicherlich aus Puni. Ignorieren völlig erstmal. Junge. Ja, Herr? Ich bräuchte einen Topfsuppe. Ja, eine Schale. Natürlich. Wart ihr zufrieden mit der Suppe? Schmeckt sie gut? Das weiß ich nicht. Sie wurde mir entwendet. Ganz ausgezeichnet. Sehr lecker. Okay, ich bringe euch eine neue Suppenschüssel. Danke. Ich hätte auch gerne einen Nachschlag. Jawohl, mein Herr. Und gehen wir zurück in den Raum. Wie gesagt, ein kleiner Raum, abseits des Saales, der dann für die hohen Herrschaften abgestellt ist, wo dann auch ein paar Betten drinstehen, die dann für eine geschlossene Gesellschaft sich dann hier eignen. Ja, sind so 10 Betten drin, reicht dann also auf alle Fälle für euch 7. Überholt sich auch noch was zu essen, aber er ist ja gewohnt, dass das irgendwie unterste Schicht ist, deswegen Bandstrahler, Preisgeweihte, sowas spricht man nicht an. Man läuft einfach so lange durch die Gegend, bis man irgendwelches Gesindel sieht und fragt das dann, wie zum Beispiel den Jungen. Ja, bringt dann auch natürlich dann für alle Essen. Und wenn ihr mögt, könntet ihr schlafen gehen. Ja, Ragnar stolpert nochmal irgendwie ganz ungeschickt, dass nochmal irgendwie eine weitere Schüssel für Abelmir gebracht werden muss. Also er stolpert dann nochmal irgendwie auf dem Weg zum Bett über Abelmir rüber, der dann seine gesamte Suppeninhalt da im Raum verteilt. Vielleicht sogar auf sein eigenes Gewand. Ja, vielleicht. Würfel mal eine Taschendiebstahlprobe. Ich habe Schauspielerei. Das könnte man hier einsetzen. Oder, ja, nein. Nee? Schauspielerei ist nur für das Theater. Ah, oh, schade. Du kannst es natürlich ganz überzeichnet tun. Oh nein, das tut mir jetzt aber leid. Nee, aber es ist dann eher Taschendiebstahlprobe. Das macht, glaube ich, na dann. Ja, dann ergießt sich jetzt der gesamte Suppeninhalt auf die Robe von Abelmir und alles, was du tust, ist jetzt um dein Götterschwert. Oh nein, Abelmir, das tut mir aber leid. Und zusätzlich ist alles um die Vorteile gegen Torvalar-Schwert. Werter Magister, das tut mir aber leid. Ich mach mal kurz die Schauspielereiprobe.
Ein Mistgeschehen, das mir wirklich nicht wieder vorkommt, werter Magister. Und dabei verbeugt er sich mal vor seinem nicht existenten Publikum. Ich würde ihm jetzt eine klatschen, aber keinen Beifall. Ich mach mal kurz Selbstbeherrschungsprobe. Du bist doch ein zagefälliger Mensch. 15 oder plus 6? Um deine Eitelkeit und um deine Vorteile gegen Torwart erschweren. Plus 14. Das klappt bestimmt. Wenigstens wird's ja mal spannend. Passt. Ey, baller ihm einer. Versuche natürlich elegant davon zu tänzeln, denn das gehört ja alles dazu, dass man dem wütenden Publikum ausweicht, sobald man es erkannt hat. Parade? Oder ausweichen? Parade, komm. Tja. Plus 4, warum? Achso, durch die Behinderung. Ja. Kann man mal machen. Ja, du siehst, dass er versucht davon zu tänzeln und dann über seinen, über seinen schweren Wund, das letztes Bein stolpert, über das, weswegen er wahrscheinlich auch gerade über deine Suppe gestolpert ist. Und sich dann schmerzend sein Bein hält, während er da nach hinten stolpert. Oder fängst du zusätzlich auch noch Keller ein? Iolaus liegt schon vollkommen genervt im Bett. Ach, ich schlaf schon tief und fest, also ich krieg das gar nicht mit. Warum hast du mir denn jetzt eine gescheuert? Du stolperst hier über mich und legst so eine Zirkusvorstellung hin noch? Ja, schau dir doch mein Bein an. Und Ragnar zieht mal sein Bein hoch und da siehst du immer noch die, ja, Kältewunden. Oh, aber mir könntest du das nicht vielleicht magisch heilen. Sehe ich so aus, als würde ich ein... Nein! Ich schmeiß die Suppenschüssel auf den Boden und verzieh mich in mein Bett. Ach, das gute Essen. Typisch Magier. Wir bringen gemeinsam zu Perein, dass sie deine Wunden heilt. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, überlegt sie die Hände auf. Auf diesen Arm kann man sich scheinbar nicht verlassen. Gütige Herrin Pereine, steh diesem armen Sterblichen bei. Ich bitte euch, nehmt ihm die Schmerzen, schenkt ihm die Lebenskraft, heilt ihn in eurem Namen. Zufälligerweise wirkt man einen Balsam, um eine Wunde zu versuchen zu heilen, mit 7 Punkte Erschwernis, was nicht so einfach wird für einen Zauberer. Ich gebe natürlich 7 ASP aus, um das Ganze in die Wege zu leiten. Und es klappt, du bekommst 7 LE dazu, wahrscheinlich ein bisschen Overflow, aber eine Wunde heilt. Ich schaue ganz verwundert auf mein Bein, das scheinbar bei diesem Gebiet, ja, scheinbar wirklich so ein bisschen wieder auftaut. Beziehungsweise von diesem blauen Fleisch sich das langsam wieder ein bisschen verfärbt und ich schaue ganz verwundert Ömer an. Oh, die Herrin Pereine, ein Wunder ist geschehen! Tatsache! Was ist das denn? Die Herrin Pereine, ein Wunder. Und Ragnar schaut ganz verwundert. Schon die Drachenmagie, wenn man zu euren Götterbeter beten kann, dann brauchen wir gar keine Drachenmagie. Ja, du hast nicht den richtigen Namen gesagt und Angrosch hat dich trotzdem erhört. Deswegen ist er einfach unser Gott und ich nicke immer aufmunternd zu. Das heißt, das war sogar noch ein Angrosch-Wunder? Natürlich. Möglich. Ich habe nur zur Herrin Pereine gebetet. Ich kenne Angrosch nicht so gut. Natürlich ist es ein Angrosch-Wunder. Alle Wunder sind Angrosch-Wunder. Ragnar schaut wirklich sehr verwundert auf sein Bein und schaut dann, ja, verwundert in den Himmel beziehungsweise halt an die Decke und denkt sich, für ihn ist noch Größeres bestimmt. Zum Beispiel im nächsten Bach zu ersaufen. Aber dann hört dich in deine heute nachtige Konzi-Probe auf jeden Fall nur noch erschwert um 3, um die Wunde wegzuhauen, die letzte. Oh yeah! Ja, möchtet ihr dann schlafen? Ja. Ich gehe dann schlafen, ja. Gut. Ich schau nochmal. Gibt's Regeneration? Ja, nein? Ganz normale Regeneration, ein wenig. Also das heißt, wir sind in einem Haus und das gibt keinen Bonus? Ja, komm, plus 1. Oh yeah, das sieht doch fast so aus, als würde ich meine Wunde schließen. Tatsache. Kann man eigentlich Glück für sowas einsetzen? Ich meine, warum nicht? Warum? Klar, du wirst nur das Glück wahrscheinlich für den nächsten Folgetag verbrauchen müssen. Oh, du hast ja zweimal Glück, ja. Dann mach ich das nicht. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Tage. Hast du nicht gerade dein Glück ausgewürfelt? Das heißt, wenn du das auswürfelst, setzt du es auch automatisch an. Ah ja, stimmt. War eine Hausregel, ne? Ich wusste halt nur nicht, dass ich das für den nächsten Tag brauche, aber ist egal, weil ich es nicht schaffe. Ja, dann habe ich noch einmal Glück heute. Ja, dann geht's weiter. Am nächsten Tage könnt ihr Braunsfurt erreichen und das ist dann die Stelle, wo ihr die Reichsstraße verlasst. Ist ein ziemlich kleiner Ort, ich muss gerade noch mal schauen. Ich
würde ganz gerne meine Sachen durchsuchen, ob die Bandstrahler oder was auch immer da irgendwie was in meinen Rucksack oder so gestochen hat. Ich habe eh keinen Rucksack mehr. Also ich würde ganz gerne meine Sachen untersuchen, ob diese Bandstrahler mir da irgendwie was untergejubelt haben, weil ich habe ja herausgefunden, dass die sehr darauf bedacht waren, dass wir irgendwie bei denen schlafen. Also ich würde meine Sachen auch einmal alles ausräumen, angucken, alles wieder einräumen in meinen Rucksack. Ja, macht mal eine Sinnschärfeprobe in die Box. Ich gebe mal 3 ASP dafür aus, um meinen Wert zu erhöhen. Am nächsten Tage, Braunsfurt selber bietet ein paar Gerüchte, wenn ihr da irgendwas Aufregendes aufschnappen wollt, könntet ihr das tun, ein paar Informationen, aber das meiste davon kennt ihr schon. Natürlich auch viel, was dann über Tralop hier erzählt wird, weil es einfach die nächste Stadt dann ist, aber ansonsten ist Braunsfurt nicht wirklich aufregend und könntet dann in Richtung Osten abbiegen. Dann tun wir das doch. Gibt mal Geschichte über Viehdiebstähle, paar marodierende Orkbanden, irgendwelche Feensichtungen, Drachensichtungen, Messerstechereien, sowas in der Art. Auf dem Weg dahin bin ich ja nochmal in der Nähe, als wir dann sozusagen etwas weit von dem Fußhof weg waren, bin ich dann nochmal austreten ja gegangen und habe dann meine Sache wieder an mich genommen, die ich dann ins Gebüsch gelegt hatte. Hatten meine Orks auf unserer geplanten Reiseroute gesichtet? Ich meine, das wäre ungewöhnlich, aber man weiß ja nie. Nein, mein Herr. Wenn ihr in jetzt Richtung Osten wollt, dann nicht, nein. Im Osten gibt es nur die Legenden vom schwarzen Mann, der von den Bergen herabsteigt, aber keine Orks. Was denn für ein schwarzer Mann? Erzählt mal. Ja, er reist von Dorf zu Dorf, kommt wohl aus den Bergen und jedes Dorf überzieht er mit seiner Zaubermacht. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr jetzt in Richtung Osten lauft. Er macht weder vor Kindern noch vor Alten, macht er halt. Das Ziel irgendwo ganz weit, dann so schwarze Sichel verbessert er. Aber spätestens hier an den starken Mauern von Braunsfurt, die werden ihn spätestens in die Knie zwängen. Das heißt, hier traut er sich nicht an. Aber überall im Osten von hier kann er überall sein. 3 Birken, kleines Kaff. Oder Elderwald, da kann er auch überall sein. Aber dann werden wir uns ohne Nacht nehmen müssen. Ihr seid hier sicher.